die Rüsselheizung. Als Benjamin am Morgen aufwacht, ist alles ganz weiß. Törö, es hat geschneit, ruft er begeistert und würde am liebsten gleich in seinem Schlafanzug nach draußen rennen. Aber das ist natürlich viel zu kalt. Benjamin muss sich erst mal warm anziehen. Pullover, Jacke, Mütze, Schal. Plötzlich klopft es an die Tür. Nanu, wer kann das denn sein? Neugierig öffnet Benjamin. Wupsch, macht es in diesem Moment und mitten auf Benjamins Stirn landet ein Schneeball. Haha, lacht Otto und versteckt sich hinter einem Busch. Na, warte, ruft Benjamin und greift mit seinem Rüssel in den Schnee. Ah, schreit Otto und sucht Deckung hinter einem Baumstamm. Benjamin hechtet seinem Freund hinterher. Schon fliegt ein Schneeball zu Otto hin und ein anderer zu Benjamin her. Und dann immer so weiter hin und her, bis Otto und Benjamin selbst wie Schneebälle aussehen. Brrr, ist das kalt, bibbert Otto und klopft sich den Schnee ab. Seine Lippen sind schon ganz blau angelaufen. Komm, ich wärm dich, sagt Benjamin und bläst Otto mit seinem Rüssel warme Luft zu. Toll! Kannst du mir auch den Bauch wärmen? Fragt Otto. Aber natürlich, lacht der Elefant und bläst mit Pfff jetzt auch noch warme Luft in Ottos Anorak hinein. Jetzt ist mir wieder warm, freut sich Otto. So ein Rüssel ist eben die beste Heizung der Welt, verkündet Benjamin stolz. Otto hilft Benjamin, den Schnee vor dem Elefantenhaus wegzuräumen. Doch bald friert Otto schon wieder. Vor lauter Zittern und Bibbern kann er kaum die Schaufel halten. Benjamin pustet seinem Freund warme Luft hinter den Schal und unter die Mütze. Doch kurz darauf friert Otto schon wieder. »Ich kann dich doch nicht den ganzen Winter lang warm pusten«, meint Benjamin. »Nein, das kann er wirklich nicht.« Aber Benjamin kann etwas anderes. »Das ist es«, ruft er plötzlich und läuft in sein Haus. »Was machst du da?«, fragt Otto neugierig. Benjamin sitzt am Tisch und schnipselt mit einer Schere an einem Plastikschlauch herum. »Ich bastle dir einen eigenen Rüssel, damit kannst du dir selbst einheizen«, verkündet Benjamin. »Aber ich bin doch kein Elefant«, sagt Otto. »Das macht doch nichts«, sagt Benjamin. Dann ist der Rüssel fertig. Benjamin zieht ihn Otto über den Kopf und befestigt ihn mit Gummibändern an seinen Ohren. Benjamin ist sehr zufrieden mit seinem Werk. Nur Otto ist nicht zufrieden, obwohl der Rüssel wie angegossen sitzt. »Jetzt komm doch endlich raus«, drängt Benjamin. Aber Otto bleibt an der Tür stehen. Vorsichtig schaut er nach links und rechts. Erst als ganz sicher kein Zoobesucher zu sehen ist, wagt er sich mit dem Rüssel aus dem Haus. »Na, endlich«, sagt Benjamin und zeigt Otto, wie er Schnee schaufeln und sich zugleich mit dem Rüssel in den Nacken pusten kann. »Siehst du, so geht das«, sagt Benjamin und biegt Ottos Rüssel nach hinten. Da ertönt plötzlich ein lautes Lachen. Otto würde am liebsten im Boden versinken, als Carla Kolumna lachend vor ihm steht. »Sensationell! Jetzt haben wir gleich zwei Elefanten im Zoo«, witzelt sie. Dann zückt sie ihre Kamera. Oh nein, Otto will nicht fotografiert werden, nicht mit einem Rüssel im Gesicht. Er nimmt ihn schnell ab und gibt ihn Benjamin zurück. »Schade«, bedauert Frau Kolumna. »Sehr schade«, sagt auch Benjamin. Dann legt er seine Schaufel in den Schnee und läuft mit dem Rüssel in der Hand davon. »Wohin willst du denn?« ruft Otto seinem Freund hinterher. »Zu jemandem, der meinen Rüssel wirklich braucht«, sagt Benjamin spitz. »Bist du etwa beleidigt?« fragt Otto. Benjamin gibt seinem Freund keine Antwort. Stattdessen klopft er bei den Kamelen an. Sie stehen bibbernd im Eck ihres Hauses und drücken sich eng aneinander. »Jetzt wird euch gleich warm«,
sagt Benjamin und bindet dem verdutzten Kurt Kamel den Rüssel um den Kopf. Am besten pustest du dich zuerst selbst warm und dann deine Familie, schlägt er dem Kamel vor. Aber Kurt will nicht pusten. Er will nur den Kopf hin und her schütteln, und zwar so lang, bis der Rüssel im hohen Bogen davonfliegt. »Ich verstehe. Ihr wollt meinen Rüssel also auch nicht«, sagt Benjamin eingeschnappt. Gleich darauf läuft er zu den Affen. Doch bevor er Alina überhaupt erklären kann, wie die Heizung funktioniert, packt sie den Rüssel und wirft ihn zu Alfons. Und Alfons wirft ihn zu Anneliese, und die knallt ihn vergnügt auf den Boden. »Also sowas«, sagt Benjamin empört und holt sich den Rüssel wieder. Verdrossen stapft Benjamin in sein Haus zurück und setzt sich mit verschränkten Armen auf das Bett. Otto versucht, seinen Freund aufzumuntern. »Vielleicht braucht Karl ja eine Rüsselheizung«, schlägt er vor. »Nein«, sagt Benjamin entschieden, »meine Rüsselheizung bekommt niemand mehr. Niemals. Nie.« In dem Moment klopft es an der Tür und Karl steckt seinen Kopf herein. »Hallo, ihr beiden. Könnt ihr mir kurz helfen?« »Aber klar«, ruft Otto. Benjamin und Otto gehen mit Karl zum Giraffenhaus. Auf dem Dach liegt viel Schnee. Viel zu viel Schnee. »Könnt ihr meine Leiter unten festhalten, dann kann ich den Schnee vom Dach kehren«, fragt Karl seine Helfer und klettert nach oben. Otto und Benjamin halten die Leiter so fest sie können. »Kritz«, macht Karl mit seiner Schaufel auf dem Dach. Aber es fällt kein Schnee nach unten. »Das ist alles festgefroren«, ruft Karl enttäuscht und steigt wieder ab. »Was machen wir nur?«, überlegt Karl. Otto hat sofort eine Idee. »Die Rüsselheizung«, ruft er und schlägt vor, das Eis auf dem Dach damit abzutauen. »Abtauen? Ja, das wäre das Allerbeste«, meint auch Karl. Aber Benjamin will davon nichts hören. »Nein«, sagt er entschieden und verschränkt die Arme, »niemand bekommt mehr meine Rüsselheizung. Niemals. Nie.« Plötzlich ertönt ein fürchterlicher Schrei aus dem Giraffenhaus. »Gau!« »Gerda, was ist denn los?«, ruft Karl besorgt und stürzt ins Haus. Benjamin und Otto folgen ihm. Da sehen sie auch schon die Bescherung. Ein Stück der Decke ist nach unten gefallen, ganz knapp an Gerda vorbei. »Das Eis ist zu schwer für das Dach. Wenn wir nichts tun, stürzt es bald ein«, ruft Karl entsetzt und bittet Benjamin, die Giraffe nach draußen zu führen. Doch was ist das? Benjamin ist ja gar nicht mehr da. Einfach abgedampft, na sowas, wundert sich Karl und bringt Gerda zusammen mit Otto hinaus. Aber natürlich ist Benjamin nicht einfach abgedampft. Er ist schnell in sein Haus gelaufen, um den Rüssel zu holen. »Hier, Otto«, ruft er, »ich glaube, wir müssen jetzt dringend dem Schnee einheizen.« Otto lacht über das ganze Gesicht. »Danke, Benjamin«, freut er sich und zieht sich den Rüssel über den Kopf. Dann machen sich die beiden an die Arbeit. »Ups«, macht Gerda erstaunt. Und auch Karl macht große Augen. Denn Otto steigt auf die Leiter und pustet mit dem Rüssel auf den Schnee. Benjamin bleibt unten stehen und pustet ebenfalls mit seinem Rüssel auf den Schnee. Beide pusten so warm und kräftig, dass das Schmelzwasser schon bald mit plopp, plopp nach unten tropft. »Sensationell«, ruft Carla Kolumna, die gerade mit ihrem Roller vorbeidüst. Eine Rüsselheizung, oder besser gesagt, zwei Rüsselheizungen auf einmal, hat sie noch nie gesehen. Als das Dach wieder schneefrei ist, klatschen Karl und Carla begeistert. Otto lässt sich diesmal sogar von Frau Kolumna fotografieren und ist auf seine Rüsselheizung fast noch stolzer als Benjamin. Wenig später repariert Karl das kleine Loch in der Decke. Carla fährt in die Redaktion, um ihren Lesern von der Rüsselheizung zu berichten. Und Otto und Benjamin? Die bauen schon wieder etwas, und zwar
den ersten Schneemann der Welt, der sich mit der eigenen Nase einheizen kann. Sowas gibt es wirklich nur im Neustädter Zoo.